Einen wunderschönen, meine Lieben, und welcome back to a new round Little Nightmares. Hi, wir sind beim Onkel Doktor angekommen, der mal wieder massivst widerwärtig ist. Und der uns auch gleich mal hops genommen hat. Was uns jetzt nicht passieren wird, jetzt werden wir das schaffen. Und zwar hier runter, verstecken, warten. Er geht weg, der Bree. Hier rüber. Ich weiß nicht, ob man laufen darf. Verstecken. Nee, man darf nicht laufen. Okay. Ja, also rüber schleichen. Ich hab's mir fast gedacht, aber ich hab gemeint, jetzt probieren wir es mal erst, gell? So, runter. Man kann auch gleich rüber schleichen, gell? Der guckt jetzt eh nicht her. Ja, jetzt kriegt er davor zum Schrank. Wir gehen einfach gleich weiter. Straight durch. Kein Stress. Widerwärtiger Typ. Und hier hat er mich erwischt. Und jetzt wieder anscheinend. Oder? Er hat mich unterm nächsten Bett. Also wir sind noch weitergegangen und da hat er mich erwischt. Was macht er denn? Oh Gott. Oh Gott, geh da rum. Ich weiß nicht, ob ich gehen darf. Ich kann da nicht durch. Hä? Machst du da... Euch dieses... Oh Gott, da vorne liegen Sachen. Oh mein Gott. Scheiße. Okay, warten, bis er weggeht. Geh weg. Geh bitte weg. Okay, jetzt holen wir uns hier irgendein Spielzeug. Warte mal wieder kurz, jetzt geht er. Oh, jetzt sehe ich ihn nicht. Und zurück. Nein, was machst denn du, Q? Bleib da, ja, bleib da vorne. Okay, okay, versteckt. Okay, jetzt ist er möglichst weit weg. Lauf, Q! Oh, ich habe mich da verstecken müssen. Scheiße. Hätte der das nicht... Hätte der mich nicht gefunden, wenn ich mich da versteckt hätte? Oh Gott, das hat gespeichert, sehr geil. Okay. Stich? Da ist niemand. Außer Q sitzt halt einfach offen da. Die könntest du easy sehen. Da kommt sie angerannt, ja. Dass die einen nicht verraten kann, ist halt schon gut. Okay. Kann ich jetzt wieder aufrecht laufen? Dann würde ich sagen, klettern wir hier hoch, oder? Der ist ätzend, der Typ. Aber nichts geht über diese Lehrerin am Anfang. Die war einfach zu krass. Dieser Gesichtsausdruck von der auch noch, das war einfach ätzend. Na, da breche ich durch, oder? Oh shit. Ach, der hält sich da ja fest, weil der da eine Decke rumkriegt. Warum auch immer.
Oh mein Gott. Runter, glaube ich, oder? Wirklich immer sehr leise, das muss man euch lassen. Sehr dezent. Alter, die schiebt mich da rein. Was zur Hölle? Was mache ich hier? Warum musste ich hier rüber? Da ist ein Schlüssel. Da komme ich jetzt wieder nicht hoch. Wofür ist denn der Schlüssel? Ich habe noch gar keine Tür gefunden. Wie komme ich da hoch? Hä, wie komme ich da hoch? Geht's hier lang? Gar nicht. Ja, ich weiß, ich brauche den Schlüssel, aber ich weiß nicht wie. Ah. Wollte ich das auch rausziehen? Ja. Muss ja was bringen, oder? Die Möglichkeit wird ja nicht zum Spaß da sein. So, bringen wir hier hin. Okay. Und jetzt? Meint, dass ich von da darüber springen muss. Ja, okay. I understand. So, den rausziehen. Dann auf die zweite Leiche. Auf die dritte. Auf den Tisch. Von dem Tisch zu der Kiste. Jetzt ist aber hier die Tür. Geht zu, oder? Und der Bärchen. So, und jetzt mit Anlauf! Ja. Ihr seht es mir an, Leute. Das Laufen habe ich nicht erfunden. So, neuer Versuch. Schön. Dann hoch auf den Schrank, oder? Genau. So, und jetzt haben wir einen Schlüssel zu einer Tür, die ich nicht kenne. Die werden wir schon finden, oder? Wie komme ich jetzt zurück, auch wieder durch die Kiste, oder? Haut so aus. Jo, zieh mich raus. Danke. Danke, danke. Jo, Ehrenfrau. So. Komm, Q. Ich habe einen Schlüssel. Muscht man ja nicht lang suchen, ne? Rück mit, hilf mit. Gleichberechtigung und so. Aber. Oh, das geht nicht. Okay, wir müssen da den Aktenschrank hochklettern und dann Oinki Boinki rüber machen. Mann, hört's doch auf mit eurem. Man muss da links, rechts kriechen. Das ist kein Rätsel, gar nichts. Das ist einfach dumm. Leiter? Habe ich in dem Spiel schon mal eine Leiter gesehen? Bin mir echt nicht sicher. Boah, da brauchen wir wieder eine Sicherung. Ja, ganz fiese Geräusche. Oh, nö. Q, du Hohlbirne. Pass doch auf. Da oben liegt die Sicherung. Da oben. Seht ihr das? Da. Oh, hier. Da. Wie soll ich denn da hinkommen?
muss ich ihn irgendwie ablenken oder so, das. Sag ich nicht. Und hier ist ein Schacht, schau. Da kann man rein. Oben links. Ach so. Okay. Okay. Passt zur Hölle. Okay, ich muss hoch. Dann springe ich von oben runter an den Schalter, mache quasi dem sein EKG aus. Der Arzt wird abgelenkt, kommt rüber. Die Frage ist aber, wo verstecke ich mich? Hier? Oh mein Gott. Okay, was jetzt? Was jetzt? Ach Gott, ja, zieh das raus, schnell. Mann, spring doch da hoch. Hoch. Geh da hoch! Junge! Er will mich komplett hops nehmen, oder? Lauf jetzt! Alter, was? So, Sicherung rein. Weiter geht's. Nein, das hat er wieder gehört. Mach doch das Brett auf! Ich weiß nicht mehr, an welche Taste ich Schleichen gemacht habe. Nein, wo habe ich Schleichen hingelegt? Ich habe das doch geändert wegen am Sprinten. So, genau. Und jetzt laufen. Und Slide. Wunderbar. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was war denn das? Mann, lauf doch mal. Er steht auf, bitte. Er ist so dumm. Er ist so dumm. Oh Gott. Nee, also manchmal. Sicherung rein. Ja. Kurz warten, weil ich kann nicht. Wieso geht die Tür nicht instant auf? So, laufen. Leid. Ja, er knallt natürlich dagegen, das Kastel fällt um, ich bin tot. Ah, er bleibt da hängen. Oh mein Gott, warum denn? Boah, okay, ja, wenn ich muss da wegspringen. Er hat mich. Er hat mich, warum hat er mich? Ich weiß halt nicht. Es geht noch weiter, oh mein Gott. Das war's wieder. Digga, was? So, raus da, runter. Hoch. Runter. Okay, und er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Aber ich bin halt jetzt auch schon viel schneller als vorher. Uff. Einfach uff. War's das? Das war's. Oder? Nein, das war's nicht. Nö, nö. Oh mein Gott. Lauf! Er hört auf zu laufen. Jetzt da rein, oder? Und er macht zu.
ich soll hier wieder raus, oder was? Hä, kann ich nicht, kann ich nicht. Ich hab's verstanden. Ihr wahrscheinlich auch, oder? Rein in den Ofen. Q hilft mir wieder raus. Geh raus aus dem Ofen und wir machen zu und verbrennen den Typen. Ja. Okay. Krass. Das ist krass. Also, wenn's so ist, geh mal stark davon aus. Zu machen, genau. Boah, nee, das ist räudig, Junge. Boah, wie sie sich einfach vor das Feuer setzt und auch noch wärmt. Q, Alter, irgendwas stimmt nicht mit dir. Nicht cool. Gar nicht cool, Q. Ist voll die Psychopathin geworden. Ich meine, gut, die hat im ersten Teil viel erlebt. Aber trotzdem. Da kommt Q. Ich weiß nicht, was ich von dir halten soll. Weiß es nicht. Du bist sehr strange. Du machst mir ein bisschen Angst. Ja, aber Freunde, ich würde sagen, das ist ein nices Zeitpunkt, um aufzuhören, oder? Sind wir doch wieder vorwärts gekommen, haben den Arztzops genommen. Ich bin gespannt, ob noch ein Gegner kommt oder ob wir aufs Ende zusteuern. Ich denke, dass noch ein Gegner kommt. Ich könnte jetzt nicht sagen, im ersten Teil waren es da drei. Ich könnte gar nicht sagen, im ersten Teil, weil ich kann mich echt bloß an den Hausmeister erinnern. Der Hausmeister und dann dieser fette Koch. Und am Ende diese Ninja-Tussi. Kann sein, dass noch ein Gegner kommt, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, falls ihr es nicht verpassen wollt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Ja, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich danke euch allen für euren Mega-Support und wir sehen uns das nächste Mal. Remember me for